In Erfurt habe ich dann meine Freundin zu mir geholt und meinen Sohn. Wir haben dann geheiratet, noch einen Monat drauf, im Dezember geheiratet, 2 Monate drauf, im Dezember geheiratet. Und dann habe ich meinen ersten Ausreiseantrag gestellt. Passierte nichts, habe den zweiten Ausreiseantrag gestellt. Da wurde ich vorgeladen zu einer Frau Triebel hier in Erfurt, Abteilung Inneres. Und dann hat sie mir auf dem breitesten Thüringisch, was sie gekonnt hat, klar gemacht, ich hätte ja gehen können, aber nicht die ganze Familie. Und ich sage, naja, sage, sie war nicht dabei. Da war die Frage etwas unklar gestellt worden. Und dann hat sie mir gesagt, wenn ich nochmal, da werde ich mich noch genau dran erinnern, das erinnere ich mich noch genau dran, wenn ich nochmals die Organe der Deutschen Demokratischen Republik mit meinen Anträgen auf Ausreise, mit meinen aussichtslosen Anträgen auf Ausreise an ihrer Arbeitsfähigkeit behindere, dann ist das Sabotage und ich müsste mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Das heißt, nochmal ein Ausreiseantrag, Gefängnis. Und da habe ich gesagt, ja, und was soll ich denn jetzt tun? Er sagt, so gehen Sie an Ihre Arbeit. Dann bin ich an meine Arbeit gegangen, bin dann abends nach Hause, habe das meiner Frau erzählt. Die hat damals schon ein bisschen so geschimpft, ja, mit der hat man nur Ärger und so. Man wurde ja isoliert. Die sind ja durchs Haus gegangen, die Stasi-Leute, und haben sich nach uns erkundigt. Deswegen wollten die Leute mit uns ja nichts mehr zu tun haben, weil jeder hat Angst gehabt, mit uns so in Kontakt zu kommen. So, dann habe ich gesagt, ja gut, hier ist Ende Gelände, weil hier kommen wir nicht weiter. Was habe ich gemacht? Nächsten Ausreiseantrag gestellt. So ging das eine ganze Zeit lang, passierte nichts, bis dann im Frühsommer, Sommer 1974, gab es Kommunalwahlen in der DDR. Und wir haben Fischmark 17 gewohnt und nebenan im Gildehaus hinten drin, Barockschlösschen, war das Wahllokal. Da habe ich gesagt, da brauchen wir gar nicht hingehen, da gehen wir gar nicht hin, wir haben einen Ausreiseantrag gestellt, interessiert mich nicht. Von wegen. So gegen 16 Uhr war es, klopft es an der Tür, stehen zwei Herren von der Nationalen Front davor und blöffen mich an, was ich mir einbilde, wie lange das Wahllokal geöffnet hat. Da höre ich schon meine Frau von hinten keifen. Ja, habe ich doch gleich gesagt, geh mal hin, so, ne, geh mal hin. Dann bin ich dorthin gegangen mit meiner Frau, neben Bohem, und da habe ich das alles gesehen, wie ich es von meiner Großmutter kannte. Zettel falten, die meisten haben bloß gefaltet und weitergegeben. Es gab auch eine Wahlkabine, die stand aber verkehrt rum und in der Mitte stand ein Blumentopf. Da haben wir schon gedacht, wenn du den Blumentopf jetzt beiseite schiebst, bist du wahrscheinlich wegen Rauditum dran. Die Schlange wurde aber immer länger und ich hatte meine Wahlunterlagen in der Hand. Und ich habe schon, die Frau hat schon mit dem Ellbogen dann mich angestupst, jetzt mach halt, ne? Die wird immer länger und ich wollte nicht. Und da ist mir eine Riesenidee gekommen. Ich habe die Wahlunterlagen genommen, habe sie zerrissen, recht theatralisch, zerrissen und habe sie auf den Tisch geworfen. Alles erstarrte erstmal, jedes Gespräch verebbte. Alles schakte mich an, wie paralysiert, bis dann einer aufsprang mit einem roten Schädel auf, der wuchs immer mehr, wie ein Wetterballon, und brüllte in das Wahllokal, Bürger, Sie provozieren. Da dachte ich, na gut, dann provoziere ich auch. Und dann sagt er, Sie sabotieren die freien Wahlen in der Deutschen Demokratischen Republik. Oh, hoppla, Sabotage. Immer wenn ich Sabotage gehört habe, wusste ich, das ist Gefängnis. Da habe ich alles, was ich hatte an Mut zusammengenommen und habe ganz laut gebrüllt, sage, das stimmt nicht, ich wollte nicht zur Wahl kommen, ich will in die Bundesrepublik, ich habe einen Ausreiseantrag gestellt, sage ich, Sie haben mir zwei Männer nach Hause geschickt, die haben, da ein bisschen übertrieben, die haben mich bedroht, ich solle zur Wahl gehen, und dann brüllt er los, sind Sie ruhig, verlassen Sie das Wahllokal, ne? Und so bin ich raus.